Okay, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie ihr einen Schubhebel, der keinen Umkehrschub-Achsenbereich hat, für die ATR einrichtet, inklusive Umkehrschub in der ATR. Ja, liebe Leute, heute geht es ganz kurz um die Einrichtung des Umkehrschubes in der ATR. Ich habe ein paar Anfragen dazu bekommen. Und zwar für Schubhebel, die keine Umkehrschubachse haben. Das heißt Schubhebel, die entweder gar keinen Bereich für zum Beispiel Umkehrschub haben oder Schubhebel, die im Umkehrschubbereich nur eine Buttonfunktion irgendwie auslösen. Zum Beispiel der Hotas Warthog Schubhebel. Der hat im Umkehrschubbereich einfach nur einen Button, den er dauersendet und keine wirkliche Achse. Und für diese Schubhebel ist dieses Video heute gedacht. Wir müssen zwei Sachen machen. Einmal die Zuordnung in den Steuerungen und dann einmal den Throttle auch ganz kurz im Tablet kalibrieren, um sicherzugehen, dass da alles richtig eingestellt ist. Dann fangen wir mit den Einstellungen in den Steuerungsoptionen an. Ich zeige das jetzt am Beispiel des Hotas Warthog Throttles. Und zwar sind drei Einstellungen relevant für die Gashebel und den Umkehrschub. Und zwar habe ich auf den linken Hebel die Achse Gashebel 1 gelegt und auf den rechten Hebel die Gasachse bzw. Achse Gashebel 2. Ja, es müssen immer die Achsen sein, wo hier nicht steht 0 bis 100%. Das wären dann die falschen. Wer nur einen Hardware-Gashebel hat, der legt dann entweder Gashebel 1 und 2 auf die gleiche Achse oder der benutzt halt den anderen Befehl, wo keine Nummer hintersteht. Für den Umkehrschub geht momentan bei mir nur die Funktion Gashebel Umkehrschub umschalten. Es gibt ja noch eine zweite Funktion, die nennt sich Gashebel Umkehrschub halten. Die habe ich nicht zum Laufen bekommen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel am Hotas den Knopf 15 oder den Button 15 mit Gashebel Umkehrschub umschalten belegt. Wer keine Buttons am Throttle selbst hat, der muss dann natürlich irgendwie etwas anderes nutzen, zum Beispiel einen Button am Joystick oder eine Taste auf der Tastatur. Dann gehen wir noch ins EFB von der ATR unter Options in den Throttle Setup. Hier können wir die Notches festlegen. Ich zeige nochmal ganz kurz, was das bedeutet für Leute, die vielleicht meine anderen Videos nicht gesehen haben. Notches sind kleine Rasten, ja? Ground Idle, beziehungsweise im Tablet heißt es nur Idle, ist diese Stellung, also wirklich der Leerlauf. Dann kalibrieren wir die Notch. Das ist hier vorne diese weiße Bereich, ja, wo im Prinzip der Schubhebel in normalen Bedingungen während des Fluges steht. Und dann haben wir vorne noch die Ramp, das ist der rote Bereich. Ja, das ist so der Maximalbereich eigentlich, den man nutzen darf in der ATR. Alles, was drüber geht, komplett nach vorne, ist eigentlich wirklich nur für den absoluten Notfall. Ja, und im Tablet kalibrieren wir den roten Bereich, den weißen Bereich und Ground Idle. Das sind die Zahlen, die wir einstellen. Zunächst hier oben zur Auswahl Single Axis und Dual Axis. Es kommt gar nicht darauf an, wie viel Hardware-Throttle-Achsen ihr habt, sondern welche Achsen ihr im Simulator ansteuert. Wenn ihr, wie ich hier im Beispiel, die Achsen mit den Ziffern 1 und 2 ansteuert, auch wenn ihr es vielleicht nur mit einem Hardware-Gashebel macht, dann müsst ihr Dual Axis auswählen. Und wenn ihr Single Axis ansteuert, also die Gashebelachse ohne Ziffer gebunden habt im Simulator, dann müsst ihr Single Axis nehmen. Das ist der Unterschied hier zwischen. Und für die Throttles, die wirklich keine Hardware-Rückwärtsachse haben oder Umkehrschubachse haben, da muss dann das hier auch abgehakt werden. Die Kalibrierung der Notches ist ziemlich selbsterklärend. Wir haben hier drüben immer die Input-Werte, die der Joystick quasi an den Flugsimulator liefert. Wir ziehen den Joystick oder den Throttle, besser gesagt, einmal komplett nach hinten. Da müsste bei jedem diese minus 16.384 stehen. Und das kalibrieren wir auf Idle. Und dann empfehle ich bei Idle durchaus auch die Toleranz hochzustellen. Ich habe jetzt überall 1000 genommen. Das ist bei den Werten, die wir hier haben, vollkommen in Ordnung. Die anderen sind mir viel zu klein. Ja, wir haben im Prinzip eine Reichweite von minus 16k bis plus 16k. Das sind ungefähr 32.000 Nummern, die hier durchgehen können. Und da ist 1000 als Toleranz in meinen Augen angebracht. Dann schieben wir den Throttle ganz kurz nach vorne. Kontrollieren, ob hier plus 16.384 stehen und dann ziehen wir den so ein bisschen zurück. Ich empfehle so zwischen 14 und 15.000. Da setzen wir dann
die Ramp für links und rechts, Toleranz auch auf 1000 und dann den Throttle so circa auf 75% zurückziehen. Ja, bei mir sind es so zwischen 7 und 8000, können auch 9000 sein, ist egal. Ja, und da kalibrieren wir dann die Notch. Und auch hier empfehle ich 1000, wenn nicht sogar 2000 Toleranz oder 1500, sodass man im Flug halt, wenn der Throttle so ein bisschen wackelt, nicht ständig aus der Notch rauskommt. Kurz überprüfen, validate, successful, das bedeutet, es überschneidet sich hier auch nichts, dann okay klicken, fertig. Jetzt haben wir quasi den Throttle erstmal eingerichtet, dass er überhaupt ordentlich funktioniert. Ja, idle, notch, ramp und max. Und wenn wir jetzt die zugeordnete Taste für den Umkehrschub umschalten drücken, dann springt der Throttle in den Umkehrschub und wir können den Throttle, also unseren Hardware-Throttle, jetzt nach vorne bewegen, für Umkehrschub rein und zurückziehen für Umkehrschub raus. Ja? Und wenn wir dann wieder in den Vorwärtsbereich wollen, müssen wir diese Taste nochmal drücken, Umkehrschub umschalten, drücken und nach vorne drücken, dann kommen wir wieder in den normalen Vorwärtsbereich. Es gibt allerdings einen ganz kleinen visuellen Haken, das heißt, wenn wir den Umkehrschub einschalten mit der Taste, dann springt der Throttle so ein Stück nach unten. Da wird aber noch nicht wirklich Gas gegeben, das ist auch okay so. Wenn wir jetzt aber wieder Umkehrschub umschalten drücken, um rauszukommen aus dem Umkehrschub, springt er nicht von alleine zurück nach vorne. Wir müssen also ganz kurz dann am Throttle ein bisschen rütteln, damit er wieder in die Idle-Position springt. Das ist also visuell nicht zu unterscheiden, ob wir gerade wieder rausgesprungen sind. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja? Nicht, dass man den Button nicht richtig getroffen hat. Denkt man, ist im Vorwärtsschub, gibt Vollgas und ist eigentlich noch im Umkehrschub. Ja, es gibt momentan auch keine Möglichkeit, das irgendwie auszulesen. Ich habe alles probiert, aber die ATR hat wieder so viele eigene Variablen, da funktioniert die Hälfte der Standardvariablen einfach nicht. Ja, ich demonstriere es nochmal. Wir sind jetzt im Vorwärtsschubbereich. Dann die Taste drücken, Umkehrschub umschalten. Schubhebel nach vorne schieben. Wir können es auch ein bisschen zurückziehen. Der Weg ist nur ungefähr ein Viertel vom eigentlichen Throttle. Man braucht also den Throttle nicht komplett nach vorne ziehen und man kann den Umkehrschub auch nur ungefähr auf den ersten 25% wirklich so ein bisschen fein einstellen. Und wenn man raus will, nochmal Umkehrschub umschalten drücken und nach vorne schieben, um wieder in den Idle zu kommen bzw. in den Vorwärtsbereich. Und diese Funktion mit dem Umkehrschub kann man eigentlich bei dieser Art von Throttle für alle Flugzeuge auch nutzen. Das soll es dann auch schon gewesen sein für dieses Video. Am Ende wie immer ein Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen fast 5000 Mitglieder. Wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Text-Support-Kanäle und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten austauschen, ein bisschen rumchatten, unsere Voice-Kanäle benutzen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für einen Multiplayer-Flug finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!